Ich heiße dich ganz herzlich willkommen zur ersten Folge der Seven Toddler Challenge. Oh, jetzt habe ich ein bisschen zu schnell geredet. Ja, wie genau ich es nenne, ob ich Sieben Toddler Challenge sage oder Seven Toddler Challenge, weiß ich noch nicht. Ich mache das abhängig. Jetzt habe ich ja Seven Toddler Challenge gesagt. Ja, am letzten Samstag. Das Video war relativ kurz, aber ich habe es nicht geschafft, zeitlich. Hallo Betty. Nicht noch da ein bisschen Spielaufnahme mit reinzukriegen, dann würde ich euch jetzt, beziehungsweise dir jetzt nochmal hier live die Familie vorstellen. Und zwar haben wir hier die Naomi Winter. Das ist auch die Dame, die Mama von den Kleinen. Ich finde, sie ist mega hübsch. Sie ist ja aus meiner 100 Baby Challenge aus den Kindern entstanden. Beziehungsweise ich habe mit den Kindern, die ich jetzt schon hatte, ein bisschen rumexperimentiert und da ist sie bei rausgekommen. Ja, dann fangen wir hier an. Das ist der John. Er ist unser kleiner Blauling. Dann haben wir hier den Preston. Der ist unser rot-grau-schwarz-Typ. Dann haben wir hier unsere Kira. Ja, Kira, wie in meiner 100 Baby Challenge, aber ich finde den Namen so schön. Sie ist unser weiß-lila Mädchen. Dann haben wir hier unseren Lex, unseren grün-grau hat er, glaube ich, jetzt als Hose an. Dann drehen wir uns einmal. Dann haben wir hier unsere Celine, unser gelb-orange-weiß Mädchen. Unsere Olivia, unser pink-weiß Mädchen. Und hier einmal im Eck die Emilia, unser rot-weiß Mädchen. Ja, das sind die Kleinen. Unsere Familie, mit der wir die 100 Baby Challenge, alles klar, die Seven Toddler Challenge starten. Und ja, Regeln hatte ich ja schon gesagt. Die werde ich aber auch nochmal in der Infobox beschreiben. Ich kenne sie jetzt groß und werde euch jetzt vorab einmal das Häuschen zeigen. Ja, wir sind in Windenburg, hierhin auf dem Grundstück. Ich habe ein größeres Grundstück genommen. Ich glaube, das ist 40 mal 30, damit wir halt auch noch die Möglichkeit haben, umzubauen. Und ja, die Blümchen sind jetzt alle noch im Winterschlaf. Es ist Frühling, der erste Tag, wie immer 2 Wochen. Und ich bin sehr gespannt. Ja, ich glaube, wir fangen hier unten einfach an. Hier ist so der Eingangsbereich. Dann haben wir hier noch so eine. Ja, okay, das war schon mal nichts. Hier haben wir so eine kleine Bank, unseren Briefkasten. Auto darf natürlich nicht fehlen. Dann die Mülltonne hier hinten. Hier haben wir so ein kleines Spiel-Sandkastenparadies. Dann haben wir hier hinten, da die Kinder ja auch hier spielen können, habe ich das Zelt ein bisschen verkleinert, so als kleine Wildnisabteilung, sage ich jetzt mal. Hier haben wir zwei Planschbecken, hier diesen Kletterturm, Springturm, eine Rutsche extra habe ich nochmal hingestellt. Auch hier die Kühlboxen, dass die Kinder sich auch rein theoretisch selbst was rausnehmen können, aber auch, dass sie eben Dings hier rumplanschen könnten. Dann haben wir hier so unsere Grillecke und die Päckchen packe ich jetzt schon mal hier alle ein. Genau, weil sie dafür keinen Job haben. Und ich muss noch sehen, ich habe gerade gesehen, ich muss das Geld noch runtersetzen. Und bei dir, was machst du denn schon wieder? Ja. Kleiner Stinkbär. Bettylein. Nee. Wir können über den Honig uns ein bisschen Geld verdienen. Wir haben unsere ganzen Dinge. Wir können hier immer ein bisschen rumwühlen. Ja. Das ist eigentlich der Außenbereich. Ja, das Haus ist knallrot, aber ich mache jetzt als erstes das Geld. Das sollen wir 100 lassen. Wobei, wenn sie ja jetzt rein theoretisch direkt an dieser Kiste wühlt, haben wir ja schon ein bisschen was an Geld zusammen. Und wieder haben sich knapp 29.500 Simoleons einfach in Luft aufgelöst. Ich finde das faszinierend. ich glaube, wir fangen unten an. Und zwar am Eingangsbereich. So, hier ist der Eingangsbereich. Viel habe ich jetzt nicht da reingeklatscht, weil es halt wirklich nur der Eingangsbereich ist. Hier können wir dann noch die Bilder reinmachen. Dann haben wir hier einmal die Toilette. Ja, ich konnte nicht widerstehen. Ich weiß, jeder denkt jetzt so, ah, guck mal, das sieht aus wie bei April. Und ich finde es aber so süß, dass die Badeteppiche, genau hier haben wir auch schon mal zwei Töpfchen hingesetzt, die kommen da auch durch. Ich habe es extra getestet. Und ja, dann würde ich sagen, schwenke ich die Kamera mal hier so hin. Hier, das ist unser, ja, unsere riesige Küche. Überall steht halt natürlich was rum, wo die Kiddies sich dann auch mit beschäftigen können.
Hier ist dann so der Mama-Bereich, Küche. Das Ding habe ich hingestellt, weil meine Freunde mir gesagt haben, die Kinder können sich da selbstständig dann auch bedienen. Das finde ich total cool. Genau, alles so auch ein bisschen mit dem Family Pack. Und ja, wenn wir dann hier weitergehen, es sind nun mal halt 7 Kinder. Und dann dachte ich, okay, komm, du musst schon so ein bisschen das Chaos irgendwie mit reinnehmen. Also habe ich hier so ein bisschen die Chaos-Ecke reingepackt. Mit Rucksack und Spiegeldöns. Hier können sie zwar nichts wirklich verwenden, glaube ich, zumindestens. Ja, zumindest, oder doch. Könnten es ansehen. Hier sind die 2 Tablets. Habe ich wieder meine Lieblingscouch seit neuestem. Ja, hier Prinzessinnenschloss. Hier nochmal ein bisschen was. Und hier hinten ist dann der Mama ihr Büro. Weil sie darf ja schreiben, malen. Hier hat sie auch das Grafiktablet. Ihre Staffelei. Das ist so ihr Reich, sage ich mal. Ja, und wenn wir dann nach oben kommen, haben wir hier dann auch nochmal. Im Flur auch nochmal so eine Spielabteilung-Ecke mit allem Möglichen. Ich habe echt alles Mögliche hingeklatscht. Das Haus ist aber eigentlich nicht so teuer geworden. Genauso wie das von der April und vom Shane und von der Emmy und von den beiden Kleinen. Ja, dann Rutsche habe ich hier auch mit reingepackt. Müssen wir gucken, ob das so gut funktioniert. Wenn nicht, muss sie halt wieder raus. Dann hier, das Bad finde ich noch lustiger, weil hier einfach mal 4 Töpfchen stehen, hier 4 Bademäntel sind. 2 Waschbecken mussten rein, das auch 2 Duschen. Ich bin mal gespannt, wenn die dann Kinder sind. Also bei meiner 100 Baby Challenge, das ist das einzige Desaster, vor allem ist morgens dann. Ich versuche dann halt auch immer abends, dass sie abends auch mal duschen gehen, dass morgens nicht alle aufs Klo müssen und duschen müssen. Ja, es wird auf jeden Fall interessant. Okay, wieso stehst du hier einfach so rum? Das weiß ich auch nicht, warum der Lavendel da so rumsteht. Ja. Dann, glaube ich, machen wir mit der Mama ihrem Zimmer weiter. Ja, das ist der Mama ihr Zimmer. Also hier ihre Meditationsecke. Mein heißgeliebtes Wickelabteilungsgebiet. Nochmal da an meine Freundin Simmeligi. 1000 Dank. Und ja, das ist das Zimmer von der Mama. Überall hängen die Bilder rum. Das Zimmer ist, glaube ich, genauso groß wie das Jungs- und Mädchenzimmer. Zimmer, alles klar. Das ist das Jungszimmer. Ich finde es einfach toll. Das sind, glaube ich, die besten Kinderzimmer, die ich in meinem Leben gebaut oder gebastelt habe. Die haben natürlich auch ein Puppenhaus drin. Ja, 2 Tablets liegen hier auch wieder drin, dass sie auch was an den Tablets machen können. Ich hoffe, dass sie halt hier. Okay, das ist jetzt eigentlich nur Deko gedacht, aber dass sie dann hier an die Sachen eigentlich gut drankommen, aber das sollte eigentlich funktionieren. Dann das Mädelszimmer. Da musste ich ein bisschen die Betten. Das war ein kleiner Jongleur-Akt, die Betten da reinzukriegen, weil ja hier die Tür ist und das sind ja dann 4. Aber ich finde es trotzdem schön. Also mir gefällt es super gut, dieses Haus. Und natürlich besteht die Möglichkeit, dass wir dann aufstocken oder es nach hinten vergrößern. Aber ich glaube eher, dass wir dann vielleicht aufstocken. Ich denke, das ist besser. Ja, aber jetzt genug gebabbelt. Geht's denn den Kiddies allen so gut? Ja. Wie kalt ist es denn? Es ist kühl. Okay. Ja, sollen sie trotzdem ein bisschen draußen spielen? Ja, oder? Komm. Dann kannst du mal hier ein bisschen klettern gehen. Du kannst hier durchkriechen. Willst du hier ein bisschen spielen? Im Zelt spielen. Du kannst hier schon mal ein bisschen stapeln. Mit deiner Schwester. Mit deiner anderen Schwester. Die Namen. Weiß ich so à la Bob, ich sie alle direkt aus dem FF rauskrieg. Chips. Dann darfst du mal hier alle öffnen. Und darfst mal hierher kommen. Wie sie alle da laufen. Wie süß. Wie goldig. Aber machen sie gut. Dann hier weiter öffnen. Öffnen bitte. Öffnen. Öffnen. Haben wir jetzt alle? Sehr gut. So, dann darf die Mami direkt mal hier anfangen zu pflanzen. Ja, komm, wir setzen die einfach auch. Dann setzen wir das hier noch so hin. Ich wollte das so ein bisschen auch jetzt sortiert machen. Hier machen wir die Kartoffeln hin. Okay, wir haben ganz viele Bananen und nur ganz viele Äpfel. Dann machen wir hier noch die Weintrauben hin. Was ist? Hexe. Dann hier die Chrysanthemen.
Dann kannst du hier einfach schon mal anfangen zu pflanzen. Die Kittys machen ihr. Oh Gott, wie das aussah gerade. Wie das aussah, wie süß. Dann haben wir hier noch die. Ah, das hat schon mal nicht funktioniert. Hier die Karötche hin. Okidoki. Sollen wir das noch hier hinsetzen? Aber dann nur 3 Stück. Und wo setzen wir die Bäumchen hin? Sollen wir die einfach hier außen hinsetzen? Dass wir hier 2 Bananen. Guck mal, da hat sie schon ein bisschen was. Und hier machen wir die Apfelbäume hin. Wobei, stopp, die Äpfel können wir aufheben. Sollen wir noch einen Zitronenbaum machen? Ja, oder? Machen wir mal die 4 Zitronenbäume hier hin. Wie geht's den Kiddies? Oh mein Gott, wie soll ich da denn? Ja, okay, das Zelt, man sieht halt, dass das Zelt größer ist, aber es ist halt so. Ah, jetzt habe ich hier vergessen, die Periode rauszunehmen. Egal, nicht schlimm. 3 Tage, okay, das geht ja dann noch. Och, wie süß das aussieht. Ich glaube, ich nehme die 3 hier für den ersten Screenshot. Was machst du jetzt? Gehst du zum Teddy, kleine Maus? Das war doch die Kira, genau. Kira ist lila. Kira, Kira, Kira. So, Mama ist noch fleißig hier am... Hey, wie bist denn du jetzt schon schnell hier durchgekommen? Die können die Kinder essen? Das können eigentlich alles die Kinder essen. Na komm, dann machen wir hier noch Stechpalmen hin. Und die Blumen verkaufen wir. Und ich glaube, sie kommt an... an die hintersten Pflanzen nicht so dran. Ui, unsere Bienchen. So, dann darf Mama jetzt hier ein bisschen machen. Och, ist das schön. Das gefällt mir. So, was ist mit dir? Du beobachtest. Okay, möchtest du hier ein bisschen durchkriechen? Was ist mit ihr? Furchterregende Rutschpartie. Oh wei. Kleine Maus. Ey, dann spiel doch hier einfach ein bisschen. Du kannst so ein bisschen im Kugelbad spielen. Was ist mit unserem... Okay, mit dem Namen ist doch nicht so gut. Unser John. Wo geht unser John hin? Unser John möchte mit den Puppen spielen. Sie rutscht. Er ist da, möchte dann auch Puppen spielen. Du bist hier noch mit beschäftigt. Okay, dann kannst du ja hier im Anschluss ein bisschen klettern. Du kleine Maus, darfst da jetzt gleich da machen. Du bist da noch ein bisschen beschäftigt. Du kannst ja dann hier im Anschluss Puppen spielen mit deiner Schwester. Dafür haben wir es ja. Wir müssen aufpassen, dass es nicht so kalt für die Kleinen wird. Das war nämlich nicht so gut. Mama, klappt's bei dir? Ich weiß, das ist direkt für den Beginn viel. Wo rennt sie jetzt hin? Du willst dann auch mit den Puppen spielen. Ja. Mit Familien ehrenamtlich tätig werden. Das finde ich ja süß, dass du das schon machen willst. Oder ist sie doch hier durch? Ich habe es noch nicht mitgekriegt. Aber das können wir halt erst machen, wenn sie dann Kinder sind. So. Wir ordnen das jetzt schon mal an. Und Mama darf die Blümchen weitermachen. Oh, was ist mit dir, John? Weißt du nicht, was du machen sollst? Du gehst. Was? Warten in der Schlange. Kugelbad spielen. Du spielst noch im Zelt. Du rutschst. Ihr brabbelt. Das sieht doch schon mal alles schön aus. Ihr Süßen. Kannst hier dann im Anschluss mit Püppchen spielen. Und kannst doch auch hier rutschen, oder geht das nicht? Wenn es besetzt ist. Mama, wie klappt es bei dir immer noch? Sehr gut. Perfekt. Gut. Mama macht ihre Pflanzen. Oh, da kommen sogar schon die ersten durch. Und wenn du das alles gepflanzt hast, darfst du es dann noch bewässern. Ich weiß, ich bin böse. Darfst du direkt alles am Anfang machen. Du willst Pferdi spielen? Dann spiel mit dem Pferd. Du spielst mit dem Püppchen. Wo ist unser Preston?
Du kannst doch hier ein bisschen brabbeln. Celine, wo bist du? Da hinten, du spielst Püppchen. Oder? Nee. Ah, du bist hier. Willst du hier ein bisschen im Zelt spielen? Ich weiß, ich lasse euch gerade extrem viel laufen. Aber so lernen sie, finde ich, es am schnellsten, wenn sie ein bisschen durch die Gegend watscheln dürfen. Wow, Mama hat schon fast die Hälfte geschafft. Sehr gut, wir haben immerhin 61 Simoleons. Die Kleine geht nach oben. Was, wieso konnte die nicht keimen? Ah, weil es übereinander lappt, kann das sein? Ah, okay. Dann müssen wir im Baumodus gleich mal gucken. Okay. Die Kiddies gehen gerade, glaube ich, das Haus gerade ein bisschen erkunden. Du spielst jetzt hier oben mit deinem Pferdilein. Du müsst auf Toilette. Ja, dann hätte ich doch gesagt, wenn die Mama dann die Hälfte gepflanzt hat, dass sie den ersten vier Kids das Toilettentöpfchen beibringt. Das ist doch eine coole Idee. Gab's mit deine Pflänzler? Ich glaube schon. Ja, sobald wir dann die ersten 350 Simoleons haben, kaufen wir ja auch so einen Rasensprenkler. Irgendwelche Pflanzen lassen sich wieder nicht pflanzen, weil ich das bei manchen überlappt habe, damit ich das alles so schön anordnen kann. Aber Mama ist hartnäckig. Guckst du mit Mami zu? Ja, gell, guckst du Mami zu. Können wir eigentlich, jetzt habe ich so schön diese Laubhaufen hier hingehauen. Und es geht einfach nicht. Das finde ich aber jetzt blöd. Guck mal, Schätzchen. Willst du hier mal dein bisschen hier spielen? Guck mal, du kannst hier ein bisschen stapeln. Wo bist du, kleine Maus? Olivia? Olivia? Ah, ihr quatscht hier, okay. Wollt ihr nicht hier zusammen im Zelt spielen? Ah, jetzt, oh, sie tanzt. Ui, sie hat getanzt, sie hat getanzt. Mama, klappt's? Was ist los, Lex? Lex hat einfach gepupst. So, ich musste jetzt gerade für die Betty den Balkon öffnen. Jetzt muss ich aber kurz mal auf den Timer gucken. Okay, ich glaube, ich mache das jetzt hier mal in doppelter Geschwindigkeit. So, wo sind die Kleinen alle? Dann hier. Du machst in deine Windel. Wo bist du? Du bist da. Hast du gerade aufgeräumt? Ui, wie cool, aufgeräumt. Mir kannst ein bisschen stapeln. Wo ist Klein Lex? Klein Lex guckt zu. Lex. Guck, du kannst hier mit den Puppen spielen. Wo ist Preston? Ah, wieso bist du allein auf Toilette? Kleiner Mann. Wow. Krass. Jetzt bin ich platt. Wo ist die kleine Maus? Die guckt jetzt auch Mama zu. Ich hoffe nur, dass dir nicht zu kalt wird, kleine Maus. Du bist hier am Stapeln. Wenn du möchtest, kannst du dann hier auch ein paar Kleinkindervideos gucken. Wo ist Olivia? Olivia? Ach, hier bist du jetzt auf. Boah, warst du schnell, Madame. Was machst du jetzt? Du spielst. Ich glaube, die Mama, die wird sich ewig noch hier an den Pflanzen aufregen, ey. Weil die nicht wollen. Okay, hier fehlt scheint es leider jetzt eine Pflanze, aber das ist mir jetzt auch, wenn ich ehrlich bin, gerade. Du brauchst Aufmerksamkeit. Ja, die Mami ist gerade. Wo sind denn alle hin? Ach, ihr Süßen, Mami muss nur die Pflanzen gerade machen, sonst haben wir kein Geld. Guck mal. John, genau. Du kannst hier auch Kleinkindervideos angucken. Was macht ihr? Ihr quasselt ein bisschen. Okay, bei euch geht's noch. Okay, du brauchst extrem viel. Dann hier kannst du bei dir im Zimmer kleine Kindervideos angucken. Du hast Hunger. Das können wir direkt auch machen. Indem du einfach mal hier den Salbei isst. Wie geht's dir? Du bist da am Gucken. Und unsere Olivia ist noch am Spielen. Okay. Und wo ist unsere kleine Celine? Da darfst du die anderen auch noch essen. Und den auch.
Du bist müde. Um 16 Uhr. Mäuschen. Guck mal, dann kannst du hier noch in deinem Zimmer ein bisschen Puppen spielen. Und der Preston war einfach schon auf Toilette. Krass. Ja. Also auf die Abstimmungsergebnisse, da lasse ich jetzt noch ein bisschen Zeit. Ich nehme jetzt nämlich einen Tag danach, nachdem das Video rauskam mit der Abstimmung, jetzt schon das auf, damit ich die Folge einfach schon habe. Dass mir da nichts dazwischen kommen kann. Und euch geht's gut? Du hast auch Hunger. Gut, Mama. Wir machen jetzt dein Inventar leer. Und wenn Mama dann fertig... Kannst du Spinat essen? Wie geht's dir? Gut, Mama muss auf jeden Fall, wenn sie jetzt fertig ihre Blumen gemacht hat, unbedingt kochen. Unbedingt. Und hier fehlt wieder die eine Blume. Naja, das ist halt jetzt leider so... Können vielleicht hier... Ne, das geht nicht. Wieso geht es jetzt wieder nicht, dass wir das da nicht hinsetzen können? Können wir das eine erklären? Och, wie süß. Ach, ihr süßen kleinen Mäuse. Ihr süßen kleinen Mäuse. Oh, jetzt bin ich Bücherregal, glaube ich. Die süßen kleinen Mäuse. Du bist im Zelt eingeschlafen und du hast auch Hunger. Mama, wir brauchen wieder was aus deinem Inventar. So, hier essen. Du hast auch Hunger. Kriegst du die Äpfel, Preston? Gut, Mama, wie weit bist du mit deinen Blumen? Hast du es jetzt? Bitte. Los. Noch eine. Ah. Hä? Mama, wo hast du denn die jetzt hergeholt, bitte? Und die Mama muss ganz dringend pieseln. Okay. Dann machen wir das jetzt so. Mama geht pieseln. Und dann... Kannst du... Was kannst du denn machen? Obstsalat, Makaroni mit Käse, nur eine Viererportion, Grillkäse. Hier, das kriegen wir hin mit unseren 11 Cent. So, okay, ihr habt Hunger. Hier, bitte essen. Dringendst. Du hast auch Hunger. Dann isst du hier jetzt mal deine Petersilie. Du isst einen Apfel. Bei dir geht's noch. Du hast auch Hunger, haben wir dir nicht? Nein, wir haben bei dir nichts reingemacht. Oh Gott, ich komme schon wieder in die Petrolie. So, dann machen wir das doch jetzt so, dass wir alle hier im Raum haben. Oh, Olivia hat gerade unser Puppenhaus kaputt gemacht. Die kleine Madame, wieso schläfst du draußen, Schätzchen? Komm her. Sitzen. Der Obstsalat gleich fertig, Mama. Hier sitzen. Hier sitzen. Mama, fertig? Dann geht's los. Absetzen. Kind Nummer 1. Kind Nummer 2. Kind Nummer 3. Kind Nummer 4. Kind Nummer 5, Kind Nummer 6. Ups, okay, jetzt ist zu viel. Oh, ich habe das dezent da reingestellt, weil ich dachte, sie geht hier an den Platz. Aber okay, sie hat es stehen jetzt ausgesucht. Ich finde ihre Haare ja mega schön. Sind jetzt alle drin oder kommen die jetzt schon langsam rein? So, Obstsalat. Stopp, du isst den jetzt nicht, bitte. Den können wir dem ersten Kind schon hinstellen. So, setzt du jetzt das erste Kind hin? Bitte. Ja, oder sie nehmen sich selbst. Ich wollte zwar eigentlich alle hinsetzen, aber vielleicht kriegen wir das zum Frühstück hin. Sie hat sich schon genommen. Du kannst dir hier ein Gericht nehmen. Du kannst dir ein Gericht nehmen. Preston. Manche Namen kann ich echt schon gut.
andere wiederum nicht sind. Okay, die Kiddies sind alle total sauer. Oh Gott, das für die erste Folge. Uah. Habt ihr euch jetzt alle was genommen? Du hast was? Du. Okay, die Kids hätten jetzt alle was. Mama, nimm dir was zu essen. Und dann... Auf, nimm dir ein Gericht. Gut. Du bist der Erste, der dann schlafen darf, unser kleiner Grünling. Unser Lex. Preston. Die kleine Maus dann auch. Unsere Celine. Unsere Celine war, glaube ich, unser lila Mädchen. Du benutzt die Windel, das ist voll in Ordnung. Du darfst hier schlafen. Hast du gegessen? Scheint so. Gut, dann einmal hier reinhüpfen, mein Schatz. Ich weiß, dass das alles so unten und oben ist, ist nicht so rumbisch. Hey, mein Schatz, du wolltest doch hier schlafen. Oh Gott, ich sehe es schon kommen, dass das das reinste Desaster für mich wird. So. Blau. Erste kleine Maus kommt schon. Oh nein, was ist los? So. Einmal hier bitte hochheben. Mama. Okay, die ersten kommen schon. Und ich weiß nicht wieso, aber bei mir verlieren die Kinder immer ihr Obst. Das verstehe ich nicht. Nimmst du ihn hoch und dann musst du ihn hier bitte hier absetzen. Hast du dir jetzt... Hä? Okay, die kleine Maus geht jetzt ins Bett. Sie ist schon eingeschlafen. Die kleine Maus kommt gerade. Preston... Wo bist du? So, Preston. Hier. Schlafen. Hä? Wieso hat sie ihn jetzt nach oben gebracht? Boah. Komm mal hierher, mein Schatz. Kriegst du das noch hin? Und du darfst dann hier schlafen. Oder können die nicht? Wegen... Nein. Du sollst schon essen. Können die da nicht hoch? Was ist denn hier los? Kannst du die Treppen noch nicht hochlaufen? Mama, kannst du bitte das jetzt auch mal machen, was ich von dir möchte? Ins Bett bringen. Und der Kleine... Preston, du bist fast da. Okay, also die Mädels schlafen. Ich wollte die Lichter ja hier alle... jetzt habe ich mich verklickt. Alle Lichter, dass wir auch ein bisschen Geld sparen. Da kommen die da nicht durch. Isst du jetzt was? Sehr gut. Ey, wir kriegen durch den Mülleimer ganz schön viel Geld zusammen. Wo ist die Mama jetzt schon wieder? Ah, die bringt ihn jetzt ins Bett. Ah, okay, vielleicht kommen sie echt hier hinten nicht dran. Das wäre aber nicht so schön. Gut, dann... unseren Preston bitte als nächstes. Mama, los. Eieiei. Was habe ich mir da nur zugemutet? Oh Gott, was macht denn jetzt? Er ist jetzt dahin gegangen. Okay, jetzt bin ich gespannt, ob das klappt. Er isst was, das ist, finde ich, schon mal sehr gut. Da kannst du schon aufs Klo, nee, gell? Nee. So. Betty dreht wieder am Rad. So, und jetzt musst du ihn noch ins Bett bringen, bitte.
Kind. Wieso geht es jetzt nicht? Du stehst doch da. Ah, da ist das Bett. Nee. Muss ich das verkehrt rum hinsetzen? So, ich habe das Bett jetzt hier gerade getreten. Hoffe jetzt, dass sie da dran kommen. Das sieht zwar jetzt irgendwie total blöd aus. Aber, ja, aber sie ist doch auch da drinnen in der Richtung. Jetzt bin ich gespannt. Wo ist denn der kleine Mann? Da steht er. Brabbeln. Liebevoll umarmen, okay. So, dann darf das in den Kühlschrank. Mama, kannst du bitte jetzt deinen Sohn hochheben und nach oben tragen? Oh Gott. Ich habe die Balkontür wieder auf, weil die Betty sonst so dezent am Rad dreht. Nimmst du ihn jetzt bitte hoch? So. Jetzt hier absetzen, bitte. Und wehe, du setzt ihn. Ich verstehe es nicht, ehrlich. Nimm ihn doch jetzt bitte hoch. Ja, du hast Hunger. Hier. Wo setzt du ihn jetzt hin? Jetzt habe ich das Essen verloren. Hier ist das Essen. Obstsalat essen. Jetzt hat sie ihm schon was gegeben. Tierkekse dann auch noch. Voll gesund. Hast du jetzt gegessen? So dezent. Oh, Leute. Also das läuft ja schon mal gar nicht so, wie ich das eigentlich möchte. Bringst du ihn jetzt ins Bett? Los. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Kommst du die Treppen hoch? Aber du warst doch schon oben, kleiner Mann. So, du kommst jetzt auch bitte hier hin. Das geht doch. So, und jetzt hier sollst du schlafen. Leute, ich drehe gleich am Rad. Du kannst hier Spinat essen, bevor du jetzt ins Bett gehst. Du bist nämlich, glaube ich, eins der Kinder, das... Ja, okay, du hast auch noch ein bisschen Hunger. Und du auch. Los. Ist dein Spinat. Mama geht, glaube ich, gerade selbst ins Bett. Und dann kannst du hier schlafen. Jetzt bitte. Bitte, 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 bitte geh schlafen, kleiner Mann. Los, John, ab ins Bett. Gut. Seine blauen Pampers. Oh Gott. Wir haben 2 Uhr nachts und das letzte Kind ist im Bett. Oh mein Gott. Ich guck kurz mal, wie lange ich noch habe. Eine knappe Minute. Okay, ich würde sagen, ich höre jetzt hier auf. Oh Gott, schreib mir gerne mal in die Kommentare, wie du die erste Folge fandest. Ich habe mich jetzt dazu auch entschlossen, nur eine halbe Stunde immer aufzunehmen. Das ist nämlich dann genau ein Tag. Ich werde halt in manchen Sachen, wenn sie zum Beispiel kocht, vielleicht in doppelter Geschwindigkeit spulen. Oder wenn sie zum Beispiel jetzt den Garten macht. Wobei ich jetzt auch gesagt habe, sobald wir die ersten, was wir schon haben, ich kaufe jetzt gleich noch einen Rasensprenkler, dass wir die Blümchen gießen können. Das kann ich dann immer machen. Puh, ich bin... Nervig gerade echt fix und fertig. Muss ich gerade echt so sagen. Es war echt anstrengend. Mit 7 Kleinkindern, vor allem mit dem Bett. Keine Ahnung wieso. Weil auf der anderen Seite steht es, im anderen Zimmer steht es genauso. Vielleicht wegen dem Tier da? Das könnte ich nochmal. Ich könnte das woanders hinsetzen, vielleicht hier weiter rüber. Das werde ich nochmal machen gleich. Aber ich freue mich, wenn du auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder einschaltest. Und du kannst auch gerne mal reinschreiben, was wir alles so machen sollen, weil wir können natürlich auch auf den Spielplatz gehen. Wir können in andere Städte reisen. Wir können alles machen. Die kleinen Kinder müssen halt immer mit, weil ausgeschlossen ist natürlich, dass sie in die Tagespflege gehen. Und ja, ich werde dann in dem nächsten Video, was der nächste Samstag rein theoretisch, dann die Abstimmung kurz auch mit aufnehmen, was da jetzt rausgekommen ist, wie wir das jetzt machen. Ja,
Wenn dir das Video trotzdem gefallen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Alles an Anmerkungen, Tipps, wie ich es vielleicht besser machen kann, gerne in die Kommentare reinschreiben. Ich freue mich über jede Hilfe, weil es ist nun mal echt schwer. Ich finde es ja schon schwer, wenn man da ein paar Kinder, ein paar Teenies, ein paar Erwachsene rumhin haben und die haben ja dann auch alle ihren eigenen Willen, aber die kleinen Kinder sind halt nochmal eine Portion mehr. Und ich bin aber froh, dass wir jetzt zumindest hier unseren Garten schon gekriegt haben. Das macht nämlich auch einiges aus, weil dann können wir denen auch immer ein paar Früchte ins Inventar packen zur ersten Notüberbrückung, bis die Mama dann ein paar, ja, bis er halt ein bisschen was gepflanzt bzw. ein paar Sachen gekocht hat, dass wir das dann hier auch reinpacken können. Und ich bin schon sehr gespannt auf die nächste Folge. Freue mich natürlich sehr und freue mich auch, wenn du dann wieder einschaltest. Und dann wünsche ich dir noch einen ganz schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!